und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Nachdem wir jetzt am Mittwoch über unseren Geist gesprochen haben, uns Mentale, kommen wir heute wieder zum Körper. Ich habe vor geraumer Zeit ein Video gedreht, in dem habe ich erzählt, welche Ernährungsergänzungen und so ich nehme. Und da habe ich erwähnt, dass ich gerne Spirulina nehme, für die Psyche und den Geist. Ja, steht Psyche drauf. Entschuldigt, ich habe Legasthenie und manchmal lese ich falsche Dinge und deswegen wollte ich nochmal überprüfen. Also hier, das ist die Chlorella. Ich habe euch das gar nicht gezeigt, wie das Zeug aussieht. Mein Hase steht da drauf. Ich sag euch, also ich gebe es ihm nicht, aber der schnuppert das so unglaublich gern. Und das sind dann so Chlorella-Tabletten, die gibt es auch als Pulver und so. Ich nehme jetzt keine, weil ich habe heute schon 8 Stück mir reingepfiffen, weil ich habe gerade so Eisenmangel, dass alles scheppert. Und ja, und hier steht Gehalt pro empfohlene Verzehrmenge. Entschuldigung. Ich habe euch vorgewarnt. Es wird heute noch schlimm. Also ich sag euch, ich werde euch heute ein paar Dinge vorlesen und das wird nicht schön. Es wird nicht schön für euch, es wird nicht schön für mich, aber wir werden am Ende des Tages Informationen haben. Und ihr vielleicht hier und da mal ein Lacher. Ja, auf jeden Fall steht da 12 Tabletten gleich 4,8 Gramm. Und dann ist das vom Folsäure sind da 100 Milligramm, also 50% des Tagesbedarfs drin. Vitamin B12 sind 8 Milligramm, das sind 320%. Eisen sind 14 Milligramm sind dann 100% und Chlorophyll sind immerhin noch 69, nein, 96 Milligramm. Und Chlorophyll hilft gegen Mundgeruch. Also ist echt toll. Und vor allem ist es auch, ich mag es auch so gern. Hey, hier steht aber was ganz anderes. Ah! Oh Mist, jetzt kommt Mathe. hier steht Verzehrempfehlung 3 mal 4 Tabletten täglich mit reichlich Flüssigkeit. Das heißt 3 mal 4, 12. Mama hat mir gerade nachgeholfen, ich gebe es zu. Und das ist dann der, ja, dann stimmt es mit der Menge. Aber. Dann ist kein Problem. Hä? Was ist das für ein Das Zeug? nennt sich die Legasthenie, das nennt sich dann Dyskalkulie. Dyskalkulie, was ist denn das jetzt wieder? Ja, wenn jemand nicht rechnen kann. Habe ich auch. Ich habe Dyskalkulie und Legasthenie. Ich habe mir bei diesen beiden Nien, habe ich mir gedacht, ich greife zu. Aber ich bin gut im Geldrechnen, da bin ich unglaublich gut. Ich sage euch, wenn dieselben Mengen Dinger jetzt mit einem Eurozeichen dahinter gewesen wäre, hätte ich euch das in Minutenschnelle durchgerechnet. Das ist ein ganz komisches Phänomen bei mir. Ja, auf jeden Fall, die sind nicht billig. Ich sag's euch gleich, die sind nicht günstig. Ich kann euch aber jetzt keine Preise nennen, weil kostet kommt immer drauf an, wo man es kauft. Und jetzt kommen wir mal weil das habe ich euch da beim letzten Mal nicht vorgehabt. Ich kann euch jetzt mal so ein paar Sachen, wo Chlorella helfen soll, vorlesen. Also es hilft bei dem Ausscheiden von Schwermetallen und Giften. Und das ist so ein Ding, zum Beispiel ist Chlorella, meine Mom, die hat vor ein paar Jahren Amalgam in ihren Zähnen noch gehabt, also in ihren Zähnen. Und das hat sie vergiftet. Und als das rausgemusst hat, hat sie dann Chlorella und oder Spirulina-Tabletten genommen, um sich zu entgiften. Allerdings hat es meine Mutter übertrieben und hat dann so eine voll krasse Starre im Kiefer gekriegt. Und im Daumengelenk. Also, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Guckt, wie viel ihr vertragt und nehmt nicht mehr. Also, ich zum Beispiel sage, ich nehme das Zeug ja jetzt schon eine ganze Weile und bei mir ist so die Grenze 8 Tabletten. Und ab der 9., da merke ich dann auch, dass bei mir so ein bisschen wird. Und da kriege ich auch dann so ein bisschen ein. Also, ich nehme nicht die empfohlenen 12 Tabletten, weil die vertrage ich nicht. Aber 8 gehen. Aber ich nehme es auch ein bisschen anders. Also dadurch, dass ich nur einmal pro Tag esse, nehme ich halt auf 8 auf ein Detsch. Ja. Man muss halt wissen, was man sich, wie man es macht für sich. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass es so oder so im Körper landet. Also, ja, es bindet Schwermetalle im Darm. Unterstützt die entgiftende Funktion der Leber. Also ich kann sagen, was ich will, aber mein Hausarzt, ich war vor kurzem bei meinem Hausarzt, nicht wegen der Impfung, sondern wegen einem Termin. Ich habe mein Herz mal prüfen lassen, weil ich hatte ein komisches Gefühl.
Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich meinen Hausarzt gesehen habe und mein Hausarzt hat mich so angeguckt nach dem Motto, wer ist denn das? Den kenne ich ja gar nicht. Und ist auch wirklich kein Ding, weil ich bin, also wirklich kein Wunder, weil ich bin echt mega selten krank. Also ich habe ein unglaubliches Immunsystem und auch sonst bin ich echt gut, so gesundheitsmäßig. Ja, es stützt Gehirn und Nervensystem. Sollte Vater vielleicht mal den nehmen? Okay. Es tut den Fettstoffwechsel regulieren. Also das kann ich euch jetzt nicht so ganz bestätigen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich, wenn ich Chlorella schluck, schlanker geworden bin. Gewichtsreduzieren bzw. Gewichtsoptimierung. Wie gesagt, kann ich euch nicht bestätigen. Reinigt und versorgt unseren Körper. Das kann ich euch wiederum bestätigen. Vitalisiert und verjüngt die Zellen. Es stimmt wirklich. Seitdem ich die, also ich habe ja wirklich Eisenmangel gehabt und anfangs habe ich Eisentabletten genommen und es ging mir hundselend und ich habe mich wirklich schlapp gefühlt und wie mit 800. Und mit den Chlorella fühle ich mich jetzt wirklich vitaler. Stärkt das Immunsystem, wirkt Basen bildend und entschlackend. Ist es blutreinigend für starkes Nervenkostüm? Gut, das kann ich euch jetzt auch nicht bestätigen, aber ich weiß nicht, ob bei mir überhaupt irgendwas das Nervenkostüm im Ansatz stärken könnte. Ich habe flatterige Nerven, das ist echt nicht normal. Unterstützt die Verdauung, hilft Diabetikern, kann ich nicht sagen, weil ich halt bin gar keine. Mildert Entzündungen, Geschwüre und Allergien. Naja, mal abgesehen von meiner einen Allergie habe ich halt keine wirklich richtig krassen Allergien. Deswegen kann ich da auch nicht viel dazu sagen. Zur Balancierung des Hormonhaushalts. Oh, da kann ich euch tatsächlich was dazu sagen. Ich nehme ja jetzt die Chlorella ungefähr ein Jahr fast durchgehend. Also seit 2020 nehme ich die fast durchgehend. Nur wenn ich es mal einmal abends vergisst, dann halt nicht. Und ich kann wirklich sagen, ich habe das Gefühl, also zum einen fühle ich mich ein bisschen weniger zickig. Bin ich weniger zickig? Bitte was? Bin ich etwas weniger zickig? Das kommt auf den Monatsverlauf an, auf den Mondstand, auf. Ja, aber was ich sagen kann ist, könntest du mich das sehr leicht so jetzt will mal einmal so ein schönes. Ja, aber was ich sagen wollte ist, ich kann sagen, für mich persönlich, ich merke es an meinem Zyklus. Also zum einen, mein Zyklus ist jetzt ist wie ein Uhrwerk. Also wirklich wie ein Uhrwerk. Ich glaube, ich hatte 2020 einen einzigen Ausscherer und es war ein halber Tag. Also sonst ist es wirklich uff da. Und zum anderen merke ich auch, dass meine Periode schwächer geworden ist. Und vor allem die Krämpfe lassen unfassbar nach. Also ich habe praktisch wenn man mir Anfang 2020 gesagt hätte, dass ich eines Tages eine Periode haben werde, wo ich keine Ibuprofen brauche und nichts, hätte ich zu demjenigen gesagt, ja, nee, ist klar, du mich auch. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich schon seit 4 Perioden fast keine Schmerztabletten mehr brauche. Also für Leute, die tatsächlich auch bei der Periode Probleme haben, also wenn es wirklich einen Zusammenhang hat, kann ich es unglaublich empfehlen. Ich kann es natürlich nicht beweisen. Es ist jetzt nicht, aber ich kann halt sagen, wie es bei mir ist. Und ich kann euch ja, wie gesagt, ich möchte euch einfach bloß erzählen, was ich da wahrnehme, was auf dieser Liste steht, wo ich euch erzählen kann, das stimmt nicht. Und ja, dann es wirkt stresshemmend. Das kann ich auch nicht unterschreiben. Ich bin ultra gestresst zurzeit. Schützt das Herz und die Gefäße. Das kann ich in gewisser Form bestätigen. In gewisser Form kann ich es bestätigen, in gewisser auch nicht. Also, sagen wir mal so, ich habe gerade noch einen Streit mit Apple. Wenn der vorbei ist, erzähle ich euch die Geschichte komplett und dann werde ich euch auch erklären, was ich jetzt damit meine. Es scheint zu helfen, aber eben auch irgendwie nicht. Ihr könnt mich gerne darauf zurück, ihr könnt, wir können gerne auf, ihr könnt mich gerne darauf hinweisen irgendwann mal, dass ich erzähle euch das wirklich kein Ding. Ja.
Blutdruck senkend, da hatte ich noch nie Probleme. Senkt den Cholesterinspiegel, kann man nur mit Blut herausfinden. Das mache ich nicht. Gegen Blähungen, das wollen wir jetzt nicht besprechen. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe seltener Blähungen und so. Gut. Dazu. Nützt bei Blutarmut, aber das ist klar, weil da ist ja Eisen drin und oft kommt Blutarmut von Eisenmangel. Also ja, das ist, hilft, ist klar. Zur Stabilisierung des Blutdrucks und des Blutzuckers kann ich nichts sagen, hatte ich nie Probleme mit. Senkt die Häufigkeit von Asthmaanfällen und Allergien. Ja, Mama, sollten wir mal mit dem Opa schwätzen? Okay. Ich mische mir gar nichts mehr ein, jetzt reicht's mir. Zur Steigerung der Anzahl der weißen Blutkörperchen. Ich habe immer noch Legasthenie, hat sich nicht geändert seit Anfang des Videos. Ergänzt die Aminosäure Lysin und gut Wirkung gegen Herpes. Was war das für? Und gute Wirkung gegen Herpes. Ey, die Liste, die ist komisch. Oder bin ich mir es nur ein? Also ich kann es nicht bestätigen, Anfang habe ich. war ganz gut, aber jetzt ist es beendet mit der Liste. Ich habe sie fast durch. Ja, so. Das ist das Ding. Meine Mutter sagt, ich soll jetzt auch abbrechen, aber ich habe sie fast durch. Da sind jetzt noch 4, 5 Punkte oder so. Verbessert den Schlaf, die Denkfähigkeit und das Gedächtnis. Kann ich bestätigen. Also mein Schlaf ist, seitdem ich das genommen habe, echt besser. Also früher war es so, dass ich echt stundenlang wach gelegen habe. Inzwischen habe ich auch so Tage, wo ich ins Bett liege und wirklich die Augen zumache und am nächsten Morgen aufwache und denke, hoi. Und mein Satz, ich mache mal nur ein kurzes Nickerchen, der hat sich auch erledigt, weil ich meistens, wenn dann so 2, 3 Stunden schlaf. Also kann ich auch wirklich unterstützen. Schützt vor degenerativen Krankheiten. Katsching, katsching. Hoffentlich ist es auch so. Gegen schnelle Ermüdung, das weiß ich, das kann ich nicht so einschätzen. Hast du das Gefühl, ich bin weniger schnell müde? Moment, Ja, stimmt. Schützt vor Gefäß. Schützt Gefäße vor Verkalkung. Immer noch Legasthenie, entschuldigt. Zur Beseitigung von Körpergeruch und Mundgeruch. Ich habe da eine Neurose. Ich habe immer das Gefühl, ich rieche aus dem Mund. Ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber deswegen kann ich das nicht bestätigen. Ich weiß nicht, aber ich habe da immer so eine komische Neurose. Da habe ich so einen Tick. Gut, das wissen wir nicht, was das heißt. Drum werden wir das überspringen. Macht Hausen Gewinde. Macht Haut und Gebinde. Bindegewebe. Haut und Bindegewebe straffer und elastischer. Kann ich jetzt auch nicht unbedingt, weiß ich nicht, bin noch nicht im Alter, wo ich da Probleme habe. Hilft Kindern bei ADHS und Hyperaktivität. Hatten wir die Woche schon. Hätten Sie mir auch Chlorella verschreiben können anstelle von Ritalin, aber beim Lernen und Konzentrationsmangel fördert die Verdauung. So. Haben wir die Liste durchgearbeitet. Aber alles in allem, was ich euch dazu sagen will. Chlorella ist eine mega tolle Sache für mich. Und es wirkt bei mir wirklich Wunder. Und ich kann echt mich nicht beschweren und überhaupt. Und ich liebe es. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig für Leute, die es nicht mögen. Aber schmeckt im Prinzip wie eine Sushi-Alge, bloß in besser. Ich habe mal eine probiert, grauenhafte Geschichte. Ja, auf jeden Fall, ich empfehle jedem, der es mal probieren möchte, probiert Chlorella. Ihr müsst ja nicht gleich dauerhaft nehmen. Es gibt Chlorella nicht nur in diesen riesengroßen Eimern, es gibt da auch so kleinere Packungen. Aber im Zweifel, es ist natürlich, es ist gesund und es kann euch nicht schaden. Außer ihr habt natürlich eine voll fette Allergie dagegen. Das kann man ja auch nicht ausschließen. Aber ja, ich kann einfach für mich, habe ich gesagt, ich habe mir einfach gedacht, das ist jetzt nochmal ergänzendes Video zu einem Video, das ich schon gemacht habe. Es hat nicht viel Inhalt und es geht wirklich nur um diese Algen. Klingt wie so eine Dauerwerbesendung, aber ich habe es halt mal gemacht und hab halt in die Kamera gezeigt, ich nehme jetzt diese Algen wegen meinem Eisenmangel und fertig. Und ich habe gar nichts dazu gesagt und das wollte ich jetzt einfach mit diesem Video noch ergänzen und ja.
Das habe ich jetzt hier mitgetan, damit einfach die Informationen auch wirklich komplett sind. Das ist jetzt sozusagen für meinen Lehrauftrag und meinen Anteil an Gewissen, damit man mir nicht unterstellen kann, ich hätte einfach bloß irgendwelches Zeug in die Kamera gehoben. Und ich nehme das wirklich, wirklich jeden Tag. Und bei mir hilft es auch. Also Daumen hoch dafür für mir. Und ja, gut. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich für meinen Teil, ich nehme auch immer die von Sanatur. Es gibt natürlich auch andere Marken. Und ein Tipp habe ich, kauft es nicht bei Amazon oder so, weil geht wirklich ins Reformhaus oder in Apotheke, weil mit solchen Sachen wird so oft Schandluder getrieben und dann sind da irgendwelche Sachen reingepanscht und das kann man, und dann kann dann wirklich keiner wirklich Garantien übernehmen. Spielt nie mit eurer Gesundheit, weil eure Gesundheit ist das wertvollste Gut und wenn es am Ende des Tages um die Gesundheit geht, sollte man auch immer bereit sein, ein bisschen mehr auszugeben, weil im Zweifel ist die Gesundheit das, was nie wieder zurückkommen kann. Wenn die einmal kaputt ist, dann ist sie halt wirklich damn kaputt. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Habt ihr schon mal Algen probiert oder nicht? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.